Merke, Sucher des Lichts, ohne Finsternis kann es kein Licht geben. Erst in größter Dunkelheit wirst du erkennen, dass der kleine Funke hell leuchtet. Wenn die Sonne selbst verdamme, die Dunkelheit nicht, denn erst durch sie kannst du richtig von falsch und Ordnung von Chaos unterscheiden. Magister Teferi von Belhanka. Du wohnst seit geraumer Zeit in Gareth, hast dort dein Haus im Norden der Stadt, auch einen kleinen Irrweg, den du dir angelegt hast, ein kleines Labyrinth. Und du hast selbstverständlich schon viele Häuser, die du auf ganz Aventurien gesammelt hast, auch eine kleine eigene Villa im horasischen Gebiet, wo der Wein dicht wächst. Aber du wurdest geladen zu einem Disput. Die Quanions-Pilger wurden geladen und so bist auch du aufgebrochen. Hast dich in deiner kleinen eigenen Bleibe schon einmal wieder zu Hause gefühlt und wurdest dann wohl geladen zur Stadt des Lichts, nicht ganz, aber zum Pilgerplatz, der irgendwo im Süden liegen muss. Wo genau, müsstest du dich noch einmal rumfragen, aber dort sollst du wohl auf andere Disputenten treffen, die dir wohl genannt worden sind. Persönlichkeiten der Quanions-Queste, Persönlichkeiten dieser ganzen Kirche. Huldrych von Donnerhall wohl oder Lumin Erwald, sogar ein Davanya soll dabei sein, auch wenn es nicht ganz der Großinquisitor ist, oder aber eine Pajatne Krasnakov. Also höhere Gestalten, die dich wohl befragen wollen, vor allem zu deiner Myroner Rundfahrt. Man hat wohl gehört, dass du gegen Tigrier gekämpft hast mit drei Augen und mit dem merkwürdigen Bryannos-Kult. Eventuell könntest du dort... Das ist eine absolute Fehldarstellung der Tatsachen, ja? Magister Teferi hat gegen niemanden gekämpft. Er kann nicht kämpfen. Du warst dabei. Aber sehr freundlicherweise die Straße von der Bäckertunke im Meilersgrund runterlaufen, fragt alle 5 Meter jemanden, sagt, Entschuldigung, guter Herr, in der Hand, Innenfläche, in der rechten Hand, Magus Probatusum. Guten Tag, ich suche den Pilgerplatz. Pilgerplatz, man hat mir gesagt, von der Bäckertunke ausgehend Praios. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Richtig. Richtung Praios. Einfach dort runter. Am Zunfthaus vorbei von den Gerbern und dort an diesem kleinen Platz. Da könnt ihr es erkennen. Der Platz an sich. Ihr werdet es schon finden. Ja, alles klar. Dankeschön, danke. Der Zauberer winkt und schlendert weiter die Straße hinunter am Zunfthaus der Gerber und Kirschner vorbei. In der Stellmacherei Störrebrand. Ein fröhliches, vielleicht trauriges Lied pfeifend. Und hält Augen und Ohren offen in jede Richtung. Ja, du kannst den Pilgerplatz erkennen. Ist an sich nicht sonderlich auffällig, warum man sich dann hier sammelt, auch in so großer Zahl. Weißt du nicht genau, es ist gerade ziemlich laut, möchtest du meinen. Man murmelt wohl von irgendwelchen Helden, die hier gerade vor einiger Zeit vorbeigekommen sind. Aber während du dich noch ein bisschen umblickst, auch über dir die großen schwarzen Krähensteine entdeckst, wo dann wohl die Hexen hausen sollen, einige Raben, die dort auf den Krähenstein sitzen, kannst du wohl erkennen, wie ein Preisgewalt auf dich zukommt, der sich kurz vor dir verbeugt. Und dir dann die Hand reicht. Der Zauberer zeigt dir die Hand innenfläche seiner rechten Hand. Magus Probatusum schüttelt dann die Hand, drückt fest zu. Teferi von Belhanka, mein Name. Ihr seid? Lumin Erwald, mein Herr. Ich habe viel von euch gehört, Magister. Es ist schön, dass ihr euch dieser Suche angeschlossen habt. Der Zauberer blinzelt mehrmals. Er hat eine güldene Quanione am Revers stecken, an seinem vielfach geflickten und nur aus, also wirklich aus vielen, vielen Flicken zusammengesetzten, abgetragenen Mantel. Von mir habt ihr gehört. Selbstverständlich. Ich sehe tatsächlich, dass ihr auch eine Quanione bei euch tragt. Wie kamt ihr denn zu der Ehre? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Gern ein andermal euch erzähle. Aber ihr könnt euch jedenfalls darauf verlassen, dass meine Seele den Göttern gehört und ich für die gute Sache und den Herrn Praios bereit bin, alles zu tun und alles zu geben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich hier bin, sagt der Zauberer und beugt sich wissend vor, legt dem Praios-Geweih den Arm um die Schulter und schlendert mit ihm weiter im freundschaftlichen Plaudertun. Aber ich habe gehört, Davanya sei hier? Korrekt. Parino Davanya, der Donato Lumen. Ach so, das Gesicht des Zauberers scheint so ein bisschen enttäuscht. Ach so. Nein. Der Großinquisitor ist immer noch in der Stadt des Lichts. Er ist selbstverständlich anwesend, aber er hatte nicht nach euch gefragt. Nein, das war Parinor. Den kenne ich ja gar nicht, sagt der Zauberer. Ich hatte den Älteren mal bei Anderath getroffen, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ach Mensch, davon müsst ihr gerne erzählen. Aber wie gesagt, Bandstrahler hatten auch damit zu tun. Es war gar keine so angenehme Sache eigentlich. Ja, die begleiten ihn ja das Öfteren. Praios hat seine Seele selig. Das Beste, was er tun könnte für Reich, Götter und Menschheit, ist, dass er auf Mithrael sein Leben gegeben hat für die gute Sache.
Da haben viele Menschen ihr gutes Leben gegeben. Ja, und für manchen ist der Heldentod tatsächlich die wirkliche einzige Erlösung, die sie finden können, oder? Da sagt ihr etwas. Nun, ich hoffe, das hat bei euch noch etwas Zeit. Ja, vielleicht. Aber wegen des Nachdenkens. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, warum ich hier bin. Disput. Wir haben noch einige Zeit, aber morgen ist der große Tag. Da soll Goswin von Wetterau einige Vorträge halten. Goswin von... Genau. Kenne ich auch nicht, sagt der Zauberer. Währenddessen kann der Elf Andoriel in dem Gasthaus ebenso wach werden. Du streckst dich etwas. Das Bett war doch etwas bequemer, auch wenn es unten schon laut lärmt. Aber du hast dich hier einquartiert vor einiger Zeit. Was dich genau nach Gareth bringt, nach so sehr langer Zeit, die du abwesend warst, bist hier vor einiger Zeit auch nicht aufgewachsen, aber hast viele Jahre hier verbracht. Es ist gut, wieder hier zu sein. Was führt dich denn nach Gareth generell? Ich denke, das Geld ist meistens ein ganz guter Grund. Oft verdingt sich Andoriel als Söldner und er hat vor kurzem für die Praios-Kirche gearbeitet, sodass er vielleicht davon mitbekommen hat, dass in Gareth wohl fähige Leute gesucht werden, sich mit Dingen auskennen, auch wenn er da nicht unbedingt der Optimale für ist. Aber als Leibwächter hat er doch eine kleine Erfahrung und vielleicht hat man ihm da irgendwie die Möglichkeit gegeben, eine Anstellung zu finden. Offenbar gibt es hier ja durchaus Gründe und irgendwelche Mordanschläge auf Leute. Man hat ja vielleicht irgendwelche Gerüchte gehört. Ja, davon hast du tatsächlich gehört. Auch wenn du dich ein bisschen rumgefragt hast in der Vorzeit, haben sich wohl einige Quanions-Pilger auf den Weg gemacht. Gerade erst die Praios-Geweihten haben dann nicht jeder einen Bandstrahler oder einen Sonnenlegionär bei der Hand, sodass sie dann eben den langen, beschwerlichen Weg, teilweise aus der Wildermark sogar angereist, hierher nach Gareth kommen. Und so konntest auch du in den letzten zwei Tagen dann einen Praios-Geweihten begleiten, der es wohl alleine nicht geschafft hat. Ein gewisser Huldrich vom Donnerhall, ein alternder Tempelherr, der wohl auch schon einige Praios-Sommer gesehen hat. Und nachdem er dich dann ausbezahlt hat, er selber dann auch am Pilgerplatz ist er untergekommen, hast du dann auch die Gelegenheit genutzt, diese Taverne dann eben auch selbst für dich zu beziehen. Ja, und so, die Vorhänge hattest du vorgezogen, jetzt aber ist der Schein der Sonne so sehr stark, dass du dich dann aus dem Bett bequemst und unter dir, wenn du aus dem Fenster guckst oder durch die Läden hindurch aus Holz, blickst du dann eben auch auf die verschiedenen anderen Pilger, die sich dort laut unterhalten. Kopf ein wenig schüttelnd, die Haare einmal kämmt, jetzt die gute Lederkleidung angezogen, die Rüstung auch angelegt, man weiß ja nie, was hier so vor sich geht, auch wenn man hier nicht im Südquartier direkt ist, aber es gibt ja in Gareth genug Gassen, da kennt man sich ja ein wenig mit aus. Und ja, dann wird der Überwurf reingelegt, der große Hut mit der Feder aufgesetzt, sodass man zumindest ein bisschen weniger auffällt. Und mal geschaut, irgendwo wird sich ja noch für heute auch wieder eine Anstellung finden lassen. Das Waffenpaket wird geschultert, der Raum wieder freigemacht, der Theke noch ein Frühstück mitgenommen und mit Stulle im Mund dann auf den Platz getreten, sich das Ganze mal ein wenig angeschaut, was denn hier so vor sich geht und wer vielleicht so aussieht, als könnte er doch nochmal auch vielleicht hier in der Stadt die Hilfe eines Leibwächters brauchen. Ja, verschiedenste Leute, auch viele Novizen, die hier wohl angereist sind aus aller Herren Länder, auch verschiedene Sprachen, die sie wohl sprechen, du kannst ein bisschen bornischen Akzent wohl hören oder ein Horasier, der wohl auch dabei ist, auch wenn das vielleicht nicht ganz das Viertel eines Horasiers ist, aber während du dich umblickst, siehst du wohl auch einen besonders, heruntergekommen, möchte man nicht sagen, aber ein Magister mit allerlei Flickwerk, auffällig ist vor allem so eine goldene Blume an seinem Revers, die er da wohl herträgt und sich irgendwie mit einem anderen Schriftgelehrten unterhält. Und vor allem aber ist er körperlich absolut nicht beeindruckend. So zierlich und zerbrechlich, fast wie ein junges Kind, scheint der Zauberer unter seinem Mantel zu sein, der ein bisschen verwundert und gut gelaunt und freundlich offen in die Welt hinausschaut, während er mit dem Praioten am Quatschen ist. Ja, Doriel fällt das auf jeden Fall auf und er hält dann aber kurz inne, kramt in seiner Gürteltasche ein goldenes Praios-Symbol mit einer Anstecknadel, befestigt er dann an seinem Überwurf
sodass er hier ein wenig auch zu den Leuten passt und klar macht, dass, naja, irgendwie Preios wohl mit ihm ist, auch wenn man zumindest auf den zweiten Blick ihn durchaus als, Elf erkennen kann, denn seine großgewachsene Körperform, seine Gesichtszüge, die Kleidung ist weniger erkennbar. Insbesondere den Hut hat er so über die Ohren gezogen, dass man diese eben auch nicht sieht, aber naja, keinem, der schon mal einen Elfen gesehen hat, kann auf dem zweiten oder dritten Blick entgehen, dass man hier einen Elfen vor sich hat. Aber so macht er sich doch ein paar Schritte mit nun goldenem Preios-Abzeichen näher zu diesem Mann. Schaut mal, mit wem der sich da unterhält und ob er vielleicht Hilfe braucht. Und auf Baltrea, also sagt ihr, ist momentan das Pilgerziel Nummer 1. So, ja, der Zauberer fährt sich übers Gesicht. Ja, und genau. Dann aber, wie Andoriel ankommt, hat er schon zu ihm Blickkontakt aufgenommen und hat ihm einmal zugezwinkert. Sogar Gosvin von Wetterauer da. Er hat eine Prophezeiung über sich selbst bekommen und ich habe gehört, dass der Großinquisitor, wir sprachen eben von ihm, ebenso bald aufbrechen möchte. Ach ja, Gosvin von Wetterau. Das hört sich wie ein Name an, den ich mir merken sollte. Schaut mal da! Zauberer mit Quanione und Elfen mit goldenen Preios-Ansteckern in der Tasche. Nun, Elfen sieht man hier tatsächlich den einen oder anderen. Ihr müsst wissen, auf der anderen Seite ist das Elfenviertel. Seid gegrüßt. Sanja Sala sagt man bei euch, oder? Guten Tag. Preios mit euch. Zum Gruße. Ich habe nicht viel mit den anderen Elfen am Hut. Nun, das ist aber auch nicht schlimm. Wenn ihr euch als verlorenes Kind auch gerne bei den Menschen wohlfühlt, wir nehmen alle auf. Sagt, habt ihr schon von Preios gehört? Natürlich. Ich sehe das Amulett. Sehr gut, sehr gut. Ihr seid also selbst ein Quanions-Pilger? Auf der Queste nach dem ewigen Licht? Nein, ich habe für die Kirche gearbeitet und man sagte mir hier, ihre Anstellung zu finden. Ach, ihr seid der Leibwächter von Huldrych? Ja, ganz genau. Und ich dachte, vielleicht wüsstet ihr jemanden, der mich auch heute wieder anstellen könnte. Ich bin auf der Suche nach Arbeit und im Sinne des Herrn Preios ist hier ja einiges zu tun, habe ich gehört. Ja, was nehmt ihr denn pro Tag, fragt der Zauberer. Ihr seid auch im Namen von Preios unterwegs? Ja, genau. Erwartet ihr denn für Gefahren? Eher in der Stube hocken, oder? Also ich bin einmal in Gareth vor gar nicht allzu langer Zeit des Nachts die Straße unterwegs gewesen, als nicht weniger als 6 Hechtor-Team mich überfielen. Und Das sind Dämonen, oder? Nennt ihre Namen bitte nicht. Es ist nicht gut, wenn man ihre Namen in den Mund nimmt. Man sollte die Dämonen niemals benennen. Ach so, ja, der Zauberer guckt ganz erschrocken, schaut den Priester Vergebung bittend an, nickt und scheint im nächsten Augenblick das schon vergessen zu haben. Naja, also die Hashtag-Team jedenfalls haben mich einfach des Nachts überfallen und ich dachte mir, also andersrum, eigentlich bin ich ein ziemlicher Tollpatsch und hab meistens ziemlich viel Pech. Egal wann ich irgendwo auftauche, passiert irgendetwas. Also was nehmt ihr denn? Und während du das sagst, kannst du sehen, wie die Tür aufspringt von einem Gebäude irgendwo auf der anderen Seite des Platzes und ein blutender Mann aus dem Gebäude herauskommt, gestützt wohl auf ein Magier, der wohl aber selbst unter dem Gewicht fast zusammenbricht und einen, es sieht fast aus wie ein bestienwilder Jäger, ein wilder, drahtiger Kerl mit einem großen Bart. Und daneben wohl ein weiterer männlicher Bartträger, der da wohl ebenso als Streuner oder als Halumpe aus diesem Gebäude herauskommt. Du kannst wohl erkennen, während die Tür aufgesprungen ist, dass da wohl daneben fast die schwarze Sonne abfällt, die da wohl angenagelt worden ist, ein metallenes Gestell. Und so kommen sie gemeinsam aus diesem Gebäude raus. Bevor irgendwas anderes passieren kann, hat der Zauberer dem Elfen die Hand geschüttelt, dabei ein Goldstück in seine Handinnenfläche geschoben und gesagt, ihr habt mich überzeugt, ihr seid angeheuert. Ja, Andoriel hat noch die Augenbraue gehoben, wollte den Magier offenbar einschätzen, was er sich denn leisten könnte, aber ist dann auch dabei. Die Münze ist sofort verschwunden und Andoriel ist wirklich schnell und sprintet aus dem Stande los zu dieser Türe, denn da scheint ja irgendwas vorzugehen und er hat jetzt einen Auftrag. Also zwei Dinge, die ihn sofort überzeugt haben. Der alte Magister hält sich im Hintergrund. Magister auch erstmal völlig stehen.
Ja, während ihr da raustorkelt, könnt ihr wohl auch sehen, wie die ganzen Pilger, die auf dem Platz verteilt sind, mal wieder auseinanderfächern und einen großen Kreis um euch herum bilden, sodass ihr direkt im Zentrum steht. Ach, scheiße. Ach, Kasim, hätte ich doch nur mein verdammtes Schwert gehabt. Ich gebe Treibjäger nie wieder mein Schwert in die Hand. Ja, das können wir jetzt rückwirkend auch nicht mehr ändern. Hast du diesen Kleinen gesehen, diesen Brin? Der ist gerannt, wie als wäre er vor einer irgendwas gestochen worden. Ja, spielt jetzt keine Rolle. Wo ist hier der nächste Heiler? Kasim dreht mal den Kopf. Die anderen können sehen, das ist ein Magier in einer wohl ehemal schneeweißen Robe. Jetzt ist sie mit Blut verschmiert. So den einen Arm über die Schulter gelegt, mit dem anderen hinter dem Rücken des Mannes, den er stützt. Hesindetempel, bringt mich in den Hesindetempel. Gut, Hesindetempel. Ja. Nichts zu sehen, es gibt hier nichts zu sehen, sagt der Zauberer und versucht die Menge abzugehen. Gehen Sie weiter, das Beste, was Sie tun können, ist weiterzugehen. Schaulustige behindern nur die Ermittlungsarbeiten der Orden vom Heiligen Wandstrahl. Hey, wird da, sicher du unmittelbar hier sein, es gibt hier nichts zu sehen. Du Knilch, verschwinde! Lass mich mal gucken hier. Nee, es gibt hier nichts zu sehen. Also, das wäre besser für alle Beteiligten, wenn ihr ein paar Schritte zurück macht. Dem Herrn Prius würde das auch gefallen. Glaubt mir. Gehört ihr jetzt dazu, oder was? Ja, der Zauberer deutet auf die goldene Quanjuna an seinem Revers. Ich gehörte dazu. Oh, verzeiht, das wusste ich nicht. Das macht nichts. Geht einfach weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Der Zauberer versucht weiter, die Menge unter Kontrolle zu halten. Der Antoril ist mittlerweile an die anderen rangetreten und braucht dir Hilfe. Was geht dir vor? Ja, in dem Moment, in dem du so auf 5 Meter rankommst, kannst du sehen, wie die eine freie Hand des Magiers sich zur Faust ballt und er dich fixiert. Keinen Schritt näher. Ja, in dem Moment ist auch aus dem Rennen eine durchaus Kampfposition, keine Waffe gezogen, aber was geht hier vor sich? Wer seid ihr? Andoril ist mein Name. Und ihr kommt hier auf den Platz und Leute bluten. Ja, in der Tat. Und wir bringen ihn jetzt an einen Ort, wo man ihm helfen kann. Ja, dann dreht sich nochmal um. Mich helfen. Gut, dann bringt uns zum Hesindetempel. Hi. Könnt ihr ihn tragen? Naja, Frosty, ist die Frage, wie gut ist das für mich machbar, den Mann? Kasim, lass mich helfen. Ja. Gut, ja, also dann, du blickst kurz selbst an die runter. Du bist zwar nicht verletzt oder sowas, hast zwar in den Kämpfen jetzt nicht mitgewirkt, so wie deine anderen Kameraden, aber du siehst nochmal auf Falk runter, der ist natürlich viel kräftiger und stämmiger als du und bist natürlich dann auch dankbar, wenn Falk so eingreift. Ja, dann nickt er. Lässt dann Falk den Mann nehmen. So, und jetzt schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Dann folgt mir. Ich kenne den schnellsten Weg. Gut. Man mustert den Mann, der eben auf einen zugekommen ist, nochmal. Ja, ja, wenn du... Wenn, auf jeden Fall eher merkwürdig, aber offen. Genau, also auf den zweiten Blick erkennst auch du, dass er offenbar kein Mensch ist, sondern elfische Züge hat. Aber er scheint sich hier zumindest erstmal auszukennen. Er wird gleich in eine Richtung gehen, Richtung Sündetempel. Ja, vergib mir mal eine Gassenwissenprobe. Okay. Kasim, der Mann, der Ruhe gesorgt hat, der hat gesagt, er gehört zu uns. Kennst du den? Nein, kenne ich nicht. Aber ich nehme an, Kasim kann eine Quanjone erkennen, wenn er sie vor sich sieht, oder? Ja, selbstverständlich. Also selber hast du noch wohl keine gepflückt, aber die poppen in der letzten Zeit das ein oder andere Mal wieder auf und die magische und auch die kamale Welt berichten dann ganz gerne mal von denen, vor allem in den aventurischen Booten. Okay, ja, man mustert ihn. Ich denke, er ist auf jeden Fall vertrauenswürdiger als viele andere. Nicht zu sehen, nicht zu sehen. Gut, dann auf zum Hesindetempel jetzt. Los! Kümmere dich um den Mann, Kasim. Ich sorge dafür, dass hier währenddessen niemand in dieses von den Göttern verfluchte Haus hineintritt. Gut. Hier, das ist der schnellste Weg. Hier durch die Gassen und hinten leicht links. Gut, ja.
Ja. Soll ich mit anfassen? Ich glaube, da geht es schneller. Ich denke, das ist nicht nötig. Ja, er sieht definitiv misstrauisch aus. Ja, und ja, dann während ihr einbiegt in die Krähensteine, der kürzeste und schnellste Weg, vielleicht ist er gefährlich, aber wenn man einen guten Führer bei sich hat wie Andoriel, dann wird man sicherlich auch an den Hexen vorbeikommen, die dann dort irgendwo wohnen sollen. Währenddessen ihr dann abbiegt... Eine ganz kurze Sache noch, ja. Bevor ich in die Gasse gehe, gucke ich noch einmal zum Magier und nicke ihm zu. Der winkt nur und wendet sich wieder an die Menge. Es gibt hier nichts zu sehen. Einfach Abstand halten. Ja, es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Der Orden vom Heiligen Brandschall wird gleich hier sein. Ja, und da soll hier nur Wache halten. Die Gasse und bitte auch von die komplizierten Ecken werden umschifft. Ja, und während ihr so verschwindet, kann der gute Lumin Erwald wieder auf Magister Teferi zutreten. Oh Mensch, da sagt ihr was. Das war ja schon wieder ganz schön spannend heute. Ich habe euren Namen schon wieder vergessen. Wer wart ihr? Lumin Erwald, mein Herr. Ah ja. Der Zauberer drückt ihm nochmal die Hand. Und was ist jetzt der Disput, der hier stattfinden sollte? Nun, hier mitten auf dem Platz, sucht euch einfach einen der verschiedenen Novizen und wie gesagt, morgen können wir dann auf den Podien stehen und da wird dann auch die Stadt des Lichts für Magier geöffnet. Aber heute noch nicht, morgen dann. Ach ja, ja. Gut, vielleicht bleibe ich erstmal hier vorne stehen. Ich glaube, da sind gerade welche abtransportiert worden. Ich bleibe einfach hier vor diesem unscheinbaren Haus mit der schwarzen Sonne über der Tür stehen und schaue, dass niemand eintritt und irgendetwas durcheinander bringt, bevor die Behörden eintreffen. Ja, ist das für euch in Ordnung, euer Gnaden? Ja, das könnt ihr selbstverständlich machen, aber wir können uns in der Zeit auch gerne unterhalten. Es ist ja nicht so, dass wir sonst... was haltet ihr denn übrigens von dem guten... habt ihr schon von Ilchana Pariatne Krasnakov gehört? Die Luminifacta vom Rat des Lichts. Sie soll hier auch irgendwo in der Nähe sein. Der Zauberer, der gerade wieder ansetzen wollte und so zur Seite, es gibt hier nichts zu sehen, sagen wollte, verschluckt sich einmal kurz, würfelt dann überzeugen, weil er sich nämlich nichts anmerken will und fragt dann so ein bisschen blauäugig, unscheinbar, wie? Krasna wer? Ja, nee, ja, die Krasnakov. Ach, ja. Und während du dich so ein bisschen zu dem merkwürdigen Haus stellen willst, kannst du wohl auch sehen, wie dieser große Leibwächter mit dem langen Haaren und dem zottligen Bart wieder auf dich zukommt und kam da wohl eben selbst aus dem Haus raus und will jetzt wohl sowas wie selber die Leibwache stellen. Mit Kettenhemd bewaffneten und anderthalb Hände an seiner Seite, der jetzt auf dich zutritt. Ja, und die Zwölfe zum Große. Ich stehe hier nur, um den Tatort zu bewachen. Es gibt hier nichts zu sehen, wie ich gerade der Menge schon vermittelt habe. Ja, da habt ihr aber verdammt recht. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier darf niemand rein. Und das schließt euch mit ein. Ja, alles klar. Der Zauberer nickt. Das wollen wir so halten. Ich bin gerade hier mit Ihrer Gnaden, Erwald, Lumin, ja? Lumin Erwald, korrekt. Schriftgelehrter. Richtig. Wir, also wenn das euch recht ist, wie ein Teferi von Belhanga, der Zauberer streckt die Hand hin. Und ihr seid... Ich bin Ranga. Aber hier, euer Gnaden. Gerade gut, dass ihr hier seid. Ja, kein Problem, sagt der Zauberer. Was? Nein, nicht ihr. Ja, da. Achso, der Zauberer ist ein bisschen verwirrt und deutet dann auf den Schlangenarm rein von seinem linken Arm. Nee, alles in Ordnung. Ja, er da. Und der Zauberer macht zwei Schritte zur Seite. Ach, ja, es ist doch auch egal. Ich meine, ihr sagt zwar die ganze Zeit, die Autoritäten kommen, aber eigentlich wurde noch niemand informiert. Das sollte vielleicht irgendwann mal tun. Ja, ich bin mir sicher, das wird jemand tun. Ja, wir sind hier auf einem Pilgerplatz voller Praios-Pilger. Da ist gerade im Haus der schwarzen Sonne irgendwas passiert, blutüberströmte Menschen sind rausgefallen. Der Zauberer nickt gewichtig und sagt dann, meiner Erfahrung nach ist aus dieser Meute von 300 Praios-Pilgern, die hier auf dem Platz sind, mindestens 10% sind schon unterwegs, entweder zur Stadtwache oder zum Orden vom Bannstrahl. Das Beste, was wir tun können, ist einfach hier warten und schauen, dass niemand reingeht. Ja, großartig, ja. Ronga schaut sich mal irgendwo nach einem kleinen Jungen rum, der vielleicht hinter den ganzen großen Gestalten auch mal versucht zu schauen, was denn hier vor sich geht. Und hey, du Junge, komm mal her. Ich hab nichts getan. Ja, das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Hier, ich habe ein Silberstück für mich. Kannst du für mich zur Stadt des Lichts gehen und da Bescheid geben? In der Stadt des Lichts, das ist auf der anderen Seite. Ja, auf der... Ja, keine Ahnung, wo das ist. Ich bin noch nie da gewesen. Okay, ich kann das machen.
Gut, es muss... Verdammt nochmal, wie heißt sie denn jetzt? Irgendeine Inquisitionsrätin. Steinhauer, fragt der Zauberer. Ja, das... Warum ist denn Travigor nicht hier? Der merkt sich die ganzen Namen. Ja, Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das Steinhauer. Sag am besten dieser Steinhauer Bescheid, falls es der... sagt den Sonnenlegionären, die sollen der Steinhauer Bescheid sagen, dass die Leute, die sie geschickt hat, gefunden haben, was sie suchen. Und zwar hier, am Haus der schwarzen Sonne, heißt das so? Ja, der Zauberer deutet auf die schwarze Sonne, die über der Tür hängt. Das ist eine schwarze Sonne und wir sind am Pilgerplatz. Ich dachte, das hier ist ein Meilersruhe. Nee, das hier ist der Pilgerplatz in Meilersgrund. Meilersgrund, genau, mein Herr. Da ist das so groß. Und ihr habt gefunden, was sie sucht, ja? Was ist denn das? Das wird sie schon wissen. Okay. Er fängt an, auf eins der Häuser zu klettern und versucht sich dann an den Regenrinnen und irgendwelchen Giebeln nach oben zu ziehen und beginnt dann mit dem Häuserlauf. Also Krasnakow habt ihr gesagt, euer Gnaden Erwald. Ja, ja, korrekt. Krasnakow. Die Krasnakow. Ja, nee, also der Zauberer scheint so zu tun, als ob er keine Ahnung hat. Ja, vor allem steht so auch fest, dass dieser Lumin Erwald ziemlich ermüdend ist. Er scheint wohl sehr begeistert von dir zu sein, hat wohl irgendwelche Publikationen von dir gelesen und du weißt einfach überhaupt keine Ahnung, was das ist. Seine erotischen Leserbriefe zu Rapiro Floretti dachte, er würde nur im Horrorsreich abgedruckt werden und räuspert sich. Ihr habt Publikationen von mir gelesen. Ja, also das eine oder andere. Publikation über euch und von euch.